Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wir spielen die Demo von Miitopia. Speicherdaten dieser Demo können in die Vollversion übernommen werden. Wähle ein Mii für deinen Charakter aus. Ja, ich habe den hier. Nett, aktiv, entspannt, lässig, verträumt. Stur oder vorsichtig? Welche Art Persönlichkeit hat Marco LP denn so? Ich bin natürlich aktiv. Ich bin Marco LP. Ich bin ganz ein Aktiver. Das soll es sein. Gesicht und Name, Persönlichkeit, ja, passt so. Perfekt. So. Start. Ich hab Bock. Ich will mir auch die Vollversion kaufen, weil das Spiel ist nice. Ja. Wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Einer Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Oh je, irgendwie verlieren alle ihre Gesichter. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Und als ob das noch nicht genug wäre, passiert etwas völlig Unglaubliches. Die Gesichter tauchten wieder auf, und zwar auf Monstern. Machen Games auch ein bisschen lauter. Ein argloser Reisender ist auf Wanderschaft. Ja. Marco LP. Oh, ich bin so müde. Ein schöner, ruhiger Tag. Marco LP reist allein und ohne ein bestimmtes Ziel. Was ist das denn? Das sind ja so Augen. Was passiert da? Nein. Ich habe mich, glaube ich, verirrt. Mist. Ah! Marco LP erspäht eine Stadt in der Nähe. Ja, dann gehen wir dort mal hin wohl. Oder? Flachlandhügel. Ah, Miitopia. So viele Gesichter. Welche Rolle du mit welchem Mii-Charakter besetzt, bleibt ganz dir überlassen. Und falls dir deine Wahl nicht gefallen sollte, kannst du sie später immer noch ändern. Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Okay. Also, ja. Okay. Also es gibt Fadian, Grinselda,
Görkan. Also ist halt so eine Familie. Ojemina. Dann Romeo und Julia. Das sind die Turteltäubchen. Alfred und Forpius. Okay, und was mache ich jetzt hier? Ich kenne mich jetzt hier nicht so aus, aber kurzer Cut. Ich erstelle mal ein paar Mies und dann bis gleich. Okay, noch was, bevor ich die Gesichter komplett versau. Ich habe hier was gefunden. Nämlich, hier steht immer so ein Text. Startsprecher ist der. Also Startsprecher Fabian. Was für Start? Startsprecher Fabian. Oh, ich bin so lost. Ein selbsternannter Startsprecher, der am nicht, der aber nicht so viel sagen, zu sagen hat. Ich bin so lost. Grinselda, Grinseomi, ist stets gut gelaunt, ihr Lächeln bringt jedes Herz zum Schmelzen. Freches Kind, ein vorlautes Plack, das anderen ständig auf die Nerven geht. Besorgte Mutter Ojemina versuchte vergeblich, ihr Kind im Zaum zu halten, wirkt gestresst. Turteltyp Romeo hat seine Freundin sehr gern, doch von großer Liebe keine Spur. Turteltussi Julia liebt ihren Freund über alles, fragt sich nur, wie lange noch. Ekelpaket ist Alfred, ist recht überheblich, schuld daran mag seine schwere Kindheit sein. Und Bürgermeister Phobius, trotz all seiner Fehler, der wohl vernünftigste Bewohner der Stadt. Okay. Also, dann mache ich jetzt ein paar Sachen und erstelle ein paar Minis und so. Ja, bis gleich. Anfangs. Okay. Die Stadt heißt wohl Anfangs. Ja, und ich habe die Charaktere ausgewählt. Hier haben wir erstmal Tom Nook als Stadtsprecher. Stadtsprecher Tom Nook. Puh, bisschen langweilig heute, oder? Moment, langsam, ganz langsam. Machen die Aufregung. Monster mit den Gesichtern von Leuten. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, oder? Anfangs ist ein friedlicher Ort. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Okay, der glaubt man wohl nicht. Und hier die Grinseomi. Wir haben ja vor kurzem angefangen, Wind Waker zu spielen. Und da haben wir die kennengelernt. Und die grinst halt auch, ne? Deswegen habe ich die jetzt gewählt. Ich finde die cool. Grinseomi, Grandma. Welch wunderbarer Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteurer. Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier es doch mal mit einem kleinen Lächeln. Es würde dich glücklich machen und mich auch. Ja. Und Garfield? Freches Kind Garfield. Yippie, juhu! Ich bin ein Drache und ein freches Kind. Wow, wow. Oh je. Und hier die Mutter? Ist ein Inkling? Besorgte Mutter Inkling. Hör auf damit, Garfield. Das tut dir doch weh, das tut dir doch noch weh, wenn du so herumhibbelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldigung, Abenteurer. Mein Kind sprüht nur so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Oh Mann. Crash? Crash und Peach, Turteltäubchen. Schatzi!
Du bist echt süß, Peach. Du bist echt Goldie Crush. Das ist alles wie ein Traum. Soll ich dich mal zwicken? Oh je. Lass mir die mal lieber allein. Warte mal. Ein Carpator? Ekelpaket Carpator. Was ist? Typ wie du verirren sich selten zu uns. Bist du hier zu Besuch oder was? Ja. Aha, vielleicht auf Wellnessurlaub oder was? Hä? Klingt ja was wahnsinnig spannend. Viel Spaß, Mann. Achso, eigentlich war der verliebt, ne? Aber er hat so böse geguckt. Und als Bürgermeister haben wir Obelix. Bürgermeister Obelix. Willkommen, Abenteurer. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, oder? Ja, klar. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huh. Was ist denn jetzt los? Was um alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Psst, sei ganz leise. Peach! Crash! Das kann nichts Gutes heißen, Mann. Ich gehe jetzt lieber zurück in mein Haus. Was könnte das denn sein? Oh nein, das ist... Was Gefährliches? Dunkler Fürst, eine boshafte Kreatur, die aus dem Schattenreich Monster befehligt. Okay. Bis gleich. Dunkler Fürst Ganon. Muahahaha. Ich bin der dunkle Fürst Ganon. Ich werde diese kleine elende Welt nun in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein. Nein. Nein, Garfield, das ist ja wirklich schrecklich. Peach. Carpador hat sein Gesicht auch verloren. Um Himmels Willen. Die Gesichter. Er hat sie geklaut. Nein, das darf nicht sein. Nun gut. Das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elende Entstellte. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und die anderen, die ich diesmal verschont habe. Seht euch eure armen kleinen Freunde an, was bleibt für euch? Verzweiflung, lebt wohl oder eher lebt in Furcht. Uahahaha. Ja. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Das kann nicht sein. So hilf uns ist doch jemand. Nein. Oh je, Mini. Nein. Kapi? Hallo? Kann nicht mehr reden, weil er hat ja auch keinen Mund mehr. Peach? Das schöne Gesicht von Peach. Nein. Jetzt kann sie mir nichts mehr ins Ohr säuseln. Oh nö. Garfield? Hallo? Grinse, Omi? Nix? Tom Nook? Auch nix? Inkling? Garfield, mein armes Mäuschen. Keine Panik. Oh, Abenteurer. Ich flehe dich an, bitte. Bitte hilf meinem armen Garfield. Okay. Oh, vielen Dank. Bitte nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Das ist so cool. Antikes Amulett erhalten. Hurra.
Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Du hast die Quest der Mutter angenommen. Okay. Tschüss. Aber wartet. Was gibt's auf der anderen Seite noch? Kann man da auch raus? Tatsächlich. Achso, kann man auch hierher. Okay. Flachlandhügel. Hier. Jetzt laufen wir hier ein bisschen rum. Oh nein, der dunkle Fürst. Dunkler Fürst Garnon. Er ist wieder da. Wahahaha. Was machst du denn hier? Da will wohl jemand den großen Helden spielen, oder? Gib das Gesicht von Garfield zurück. Meinst du vielleicht das hier? Vergiss es. Wobei, warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Uah. Ja, so mein Mie macht bestimmt nicht. Uah. Macht so. Uah. Oh nein. Ein böser Gegner. Man sieht sich, falls du überlebst. Oh, ha, 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 ha. Was soll ich noch machen? Oh nein! Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Markelpi. Markelpi, kannst du mich hören? Ja. Oh. Natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Nein. Wie bitte? Du beliebst wohl zu scherzen. Horst, der über alles herrscht, darf ich dich nicht im Stich lassen. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Hau ruck. Die Macht des Horst. Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Klassen legen deine Rollen im Kampf fest. Manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für das Heilen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und nun viel Spaß bei der Klassenwahl. Okay, es gibt Krieger. Es gibt Magier, es gibt Priester, es gibt Dieb, Popstar und Koch. Hier, Krieger. Schwingt das Schwert, kennt sich in Angriff und Verteidigung gut aus. Magier. Verursacht mit mächtiger Magie verheerende Schäden beim Gegner. Idealer Unterstützer, kümmert sich mit göttlicher Magie um Verletzte im Team. Okay. Dieb, flink wie der Wind mit Techniken, die den Feind in Verwirrung stürzen. Rüttelt das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit hinreißendem Gesang. Ja, okay. Und Koch, kocht gesund und schlägt hart mit der Pfanne zu. Ein Helfer mit hartem Hieben. Ich glaube, ich will Koch sein. Koch ist cool. Oder? Also. Ja, ich denke, ich werde Koch. Weil für Krieger habe ich mir schon was anderes überlegt. Dieb ist auch cool.
Aber ich glaube, ich würde einfach Koch. Wobei. Nee, ich werde Krieger. Weil Krieger sagt mir am meisten zu. Auch wenn ich mir da eigentlich was anderes überlegt habe, dann nutze ich jetzt einfach den Krieger. Ja. Markel P. wurde zum Krieger. Ich wurde zum Krieger ernannt. Perfekt. Oh mein Gott. Wie cool ich aussehe. Yeah. Hoppla. Nicht schlecht. Ho, 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 ho. So bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet. Jetzt kämpfen, Marco P. Zeig, was du kannst. Okay. Jetzt geht's ab. Wabbel hier nicht so herum. Es wird dir nichts helfen. Ich box dich jetzt. Mini Garfield Schleim. Ah, du bist ja Mini, also gar kein Problem. Menü? Nee, automatischer Kampf will ich nicht. Ich will schon selber kämpfen. Du bist am Zug. Yeah. Yeah. Geschafft. Ich bin so gut. Yippie! Danke, dass du mich gerettet hast. Markel P. war siegreich. Juhu! Weiter. Warte mal, was war erinnern? Hurra, Schleimgelee. Schauen wir beim nächsten Mal, was erinnern ist. Sehr gut gemacht, Marco. Ach, war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Hoho, das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück. Okay. Das kitzelt. Hurra, ich bin zurück. Garfield, oh, was für ein Glück. Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. 200 Geld. Nice. Ich liebe Geld. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Marco. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Ganon getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Besiege Ganon und rette diese Welt. Tust du das? Ja, die Antwort war korrekt. Deine neue Kraft sollte dem Kampf gegen Ganon helfen. Jetzt jage den dunklen Fürstenkrieger, Marco. Ich erwarte große Dinge von dir. Yippie, juhu, ich bin der dunkle Fürst. Gib mir dein Gesicht. Boah. Also, ich würde nicht so scherzen, ne? Also, ganz ehrlich. Ist nicht so lustig. Melde ein Mii für jeden Reisenden, was? Okay. Bis gleich. Okay, hab alle ausgewählt. Dann gehen wir ins nächste Level. Flachlandhügel. Ui. Hopp. Was hatte ich gestern zum Abendbrot? Weiß ich nicht. Ja.
Also ich hatte gestern zum Abendbrot einen Burger. Okay, und jetzt kämpfen wir gegen den alten Falter. Hopp. Yeah. Geschafft. Hohoho. Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist? Wem auch immer es gehört, der dürfte dir unendlich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, dem du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach ruhig weiter bis wie bisher und hilf so vielen wie nur möglich. Wirst du mit mir diesen Gefallen tun, Markel P. Hohoho. Markel P. war siegreich. Ein Kinderspiel. Erinnern. Was heißt das? Ah, da kann ich das nochmal anschauen. Okay. So ein Glück. Ja. Level 2. Level up für Marco. Hurra, Falterhonig. Ich komme auch allein zurecht, ne? Ich komme auf jeden Fall vorbei. Oh hier. Hilfe! Oh je, ich kann das nicht. Du musst dein Schwert jetzt benutzen. Und die Boxen. Wobei, wir haben nur noch 8 Leben, glaube ich. Die machen beide 2, 4. Nein, ich werde es nicht machen, ich werde sterben. Oh, jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut, ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Amikadabra, bitteschön. Okay, bis gleich. SpongeBob. Also SpongeBob ist... nett. Also Krieger nehmen wir nicht nochmal, wenn wir Krieger schon haben. Also, Magier. Muss ich überlegen. Nein. Ein Priester. Nein. Ein Dieb. Nein. Ein Koch. Nein. Vielleicht aber ein Popstar. Ich muss überlegen. Nein, 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 hallo, hallo. Muss kurz überlegen, ne? Schwere Entscheidung. Ich denke, ich wähle Popstar. Weil da, SpongeBob, das ist gut. Ich bin SpongeBob und ich bin ein netter Popstar. Ja. Das soll es sein. SpongeBob singt wirklich richtig gut. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Okay. Kann ich dir helfen? Ja, bitte. Wäre sehr nett. Ah, ich bin ja wieder full. Ja, dann hätte ich es vielleicht sogar allein geschafft. Aber zu zweit ist einfach. Okay, ich hätte es ganz einfach eigentlich allein geschafft. Was? Er darf zweimal angreifen? Geschafft! Geschafft. Danke für deine Hilfe. War sehr nett von dir. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, ja? Darf ich mich dir anschließen? Ja. Ich bitte darum. SpongeBob hat sich dir angeschlossen.
Ho, 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 ho. Bei euch ist also noch alles dran, ja? SpongeBob und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise. Ho, 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 ho. Wer will meinen Schlachthof hören? Hui, aber es geglänzt. Augenblick, da liegt irgendwas. Hurra, Makel P erhält eine HP-Banane. Juhu! Dummi Del Dai, wenn es denn sein muss. Also mit ZR kann man so schneller rennen. Und ich bin so müde. Hey SpongeBob, warte mal. Makel P hat eine HP-Banane. Wollen wir uns die teilen? Beide haben wieder HP bekommen. Lecker! Ich bin SpongeBob. Schwammkopf. Aber so skippt man irgendwie immer die Texte. Das nervt mich. Kobold. Der Kobold ist dran. Wir sind ein richtig gutes Team. Schon vorbei? Ja, ist zu easy. Und Koboldschinken erhalten. Okay, was Neues. Mir ging es schon besser. Hast du keinen Stolz? Puh, ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal, was ist das? Du hast dein Gasthaus erspäht. So ein Glück, ruhen wir uns dort eine Runde aus. Das gibt's, da gibt's bestimmt auch einen Swimmingpool. Ja, ich hoff's. Der rennt. Yeah, wir sind am Ende des Levels angekommen. Wir sind cool. Und jetzt gehen wir ins Gasthaus. Zeit für euch beide, ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Okay. Ich will... Komm, Spongebob, wir ziehen da oben ein. Oben ist es immer cooler. Und jetzt schlafen wir. Und jetzt was? Nach dem Team sehen. Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir behagt. Stecke sie paarweise in die Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. Drei Punkte über dem Kopf heißen, hier geht etwas Vorsicht. Wähle die Punkte aus, um die Ereignisse im Zimmer beobachten zu können. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was so alles passieren kann. Ja. Dann gibt es noch Spielhalle. Keine Spielscheine. Okay, man kann den Schatzkisten finden und dann kann ich hier Sachen bringen. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Willkommen beim Schnick, Schnack, Schnuck Automaten. Schlag mich und du kassierst 500 Geld. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielstein. Ja, ich habe aber keine. Vergiss es, komm später vorbei. Okay. Gold ausgeben. Spendiere deinem Team Gold, um neue Items und Rüstung zu kaufen. Manchmal wollen Mii etwas Süßes, das sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst, neue Waffen oder neue Kleidung. Du weißt nie vorher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie aus Versehen ganz andere Sachen als geplant. Aber das kann ja schließlich jedem Mal passieren, oder? Nein. Warte, was? Ein Bronzeschwert wäre der Traum von Marco. Okay. Bronzeschwert, Angriff von 15 auf 17 und 140 Money kostet das. Ein Bronzeschwert wurde gekauft. Yeah. Ausrüsten.
Da stand nur Werte nutzen. Wahrscheinlich habe ich dann das alte Schwert. Habe ich wahrscheinlich das alte Schwert und habe aber die Werte von dem neuen, denke ich. Und die HP-Banane würde ich ihm eh nicht kaufen im SpongeBob. Und die ist außerdem auch viel zu teuer. Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du deinem Team vorsetzen. Mit jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Übrigens, je mehr die Helden ein Essen mögen, umso mehr lässt es ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an rasch wachsenden Werten. Okay, schmeckt mir das. Bitte, bitte. Yeah. Ich meine den Falter-Honig. Naja, okay, das hat der nicht geschmeckt. Dann, wie sieht es damit aus? Okay. Das schmeckt mir anscheinend. Und das war? Komplett ekelerregend anscheinend. Okay. Okay, also das war's mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Ciao.